herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir die Staffel von, oder lassen wir auch zum Teil laufen, die Staffel von RuPolding. Ich mache das Ganze mal mit No Copyright Musik. Mal gucken, wie es euch gefällt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst in der Zeit auch gleich ein Abo und ein Like da. Auf jeden Fall spielen wir jetzt die Staffel von RuPolding. Und wir spielen natürlich wieder ein bisschen mit den Perspektiven. Ich habe sie mir hier wieder vorbereitet, beziehungsweise was heißt vorbereitet? Es sind ja immer wieder dieselben. Und ihr seht, wir starten mit Deutschland. Guck, hier als Beispiel können wir das Ganze jetzt langsamer machen. Muss das Ganze mal genauer anschauen. Das tun wir am besten auch direkt. Nilsson vorne, okay. Hinz 2 Treffer, Hinz 3 Treffer, Hinz 4 Treffer. Und Hinz trifft alle ebenfalls wie Susan Dunkley und Kadurisch, Schweiger ebenfalls und Piton. Lien muss einmal nachladen. Nilsson kämpft um die Strafrunde. Wenn wir mal hier ein bisschen genauer hingucken, gehen wir mal als Beispiel auf Vanessa Hinz. Sie wird hier jetzt erstmal die Führung übernehmen von Susan Dunkley und Katzewitz. Und die Skier scheinen gar nicht mal so gut zu sein, weil sie hier Zeit verliert an sich in der Abfahrt. Liegt vielleicht auch an der Spurenwahl, die jetzt nicht so die schlauste ist. Wenn ich ehrlich bin, machen wir mal die mal zwei und wir probieren wieder ein bisschen rum. Ich versuche es für euch unterhalten zu machen und ja. Dass hier relativ langsam vorangeht, können wir hier einmal die mal 4 machen und dann wieder die mal 2 und mal wieder die mal 4 und mal wieder die mal 2 und einmal die Perspektive wieder wechseln. So, zack. So. Katzewitz mit einem Fehler. Hier schießen einige Fehler, außer Vanessa Hinz, die schießt wieder die 05 und geht somit als erste vom Schießstand. So, wir sind es hier. Wer kommt jetzt? Wir können einmal nachschauen. So, bei 7 Kilometern führt auf jeden Fall deutlich Vanessa Hinz. Wer kommt denn dahinter? Das ist Ida Lien. Mit da doch schon ein bisschen Rückstand. Sage und schreibe 7,7 Sekunden. Da hat der Katzewitsch mit 8,9. Dann kommen Susan Dunkley und Julia Schweiger mit jeweils 13 Sekunden. Und das zieht sich dann auch ein bisschen. Ich würde sagen, das könnte noch spannend werden, aber Tendenz für Deutschland, für Hinz, steht momentan sehr gut. Aber es ist natürlich auch nur die Startläuferin. Also als Beispiel die Schweden, die kommen ja noch mit Persson und so weiter. Warum Stina Nilsson bei denen startet, weiß ich nicht. Die Musik soll das Ganze einfach noch ein bisschen unterhaltender machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir starten, by the way, mit Denise Herrmann. Die wird für uns als Letzte starten. Und Tandre Wold, beziehungsweise Norwegen, Hinz hat ein bisschen verloren auf der Strecke gegenüber Lien. Also Hinz gegenüber Lien, so. So, Tandre Wold kann hier wieder ein bisschen Zeit gut machen, ist aber nur minimal. By the way, die Datenbank wird, soweit ich weiß, regelmäßig geupdatet, weil sonst wäre hier Hildebrand nicht drin, ne? Die ja beste Deutsche im Sprint gewesen, mit Rang 17. Bei den Herren, sorry, dass kein Wintersport-Highlights-Video kam. Eigentlich hatte ich es aufgenommen, nur mein Cutter. In dem Fall mal kein Kuss an ihn, sondern der hat, glaube ich, gearbeitet und hat noch nicht das Video gecuttet. Deshalb werdet ihr es wahrscheinlich auch erstmal nicht sehen oder überhaupt nicht sehen. Hildebrand hier mit einem Fehler. Bereinigt den sofort. Tandre Wold auch mit einem Fehler. Den kann sie auch sofort löschen. Leschenk, na, hier mit der 0 kann sich deshalb auf die 2 setzen. Die starken Schwedinnen auf der 3. Mit Persson, aber da kommen ja noch die Öberg-Schwestern. Nun ja. Auf jeden Fall, ich kann nämlich ja ein bisschen spoilern. Und zwar im Ski Alpin in den Bengen. Ich weiß nicht, ob das euch interessiert, aber das machen wir jetzt mal, während Preuß hier ihre Runden dreht. Im Ski Alpin in Bengen mal ein Super-G, was ganz Neues. Den hat Marco Odermatt vor allem Michael Kulisse
im Schatten von Bert Holz natürlich gewonnen. Zweiter wurde Alexander Ormold Kilde, der bisher ungeschlagen im Super-G. Also falls er mal ins Ziel gekommen ist, war er immer ungeschlagen. Die Serie ist gerissen. Dritter wurde Matthias Meyer. Bemerkenswert hier, natürlich Porsche GC0. Bemerkenswert hier ist Robert Baumann auf der 4 und Beppi Ferstl, also Josef Ferstl, auf der 6. Und das Richtung Olympia gefällt mir. Es kommt ja jetzt noch Abfahrt, also wenn ihr das Video, wenn das Video rauskommt, heute. Freitag 12.30 Uhr, Samstag 12.30 Uhr, jeweils eine Abfahrt. Und dann kommt nochmal ein Slalom am Sonntag und der erste Lauf beginnt dort um 10.30 Uhr oder ist angesetzt. Und dann kommt dann noch Kitzbühel. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber ich fühle die Strecke von Wengen etwas mehr, muss ich ehrlicherweise gestehen. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns das Stehenschießen von Preuß an, die einen deutlichen Vorsprung hat vor der Schweden. Und Preuß schießt hier weiterhin die Null. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Deutschland das so souverän gewinnt. Aber hinten die Schwächeln. Hannover kämpft sogar um die Strafrunde. Und Eckhoff logischerweise kämpft auch um die Strafrunde. Da kann das bereinigen. Hanna Öberg ebenfalls. Vira schießt die Null. Und Selina Gasparin. Sie können sich jetzt ein bisschen vorbeischieben. Weil wir jetzt einfach mal hier hinschauen. Sehen wir hier Franziska Preuß, wenn ich mich nicht irre, oder? Sehen wir sie hier? Achso, ja, ich drücke die ganze Zeit F1. Oh, wir kommen jetzt sogar an den Start. Wir nehmen einen deutlichen Vorsprung mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Und den dürften wir eigentlich im Normalfall nicht aus der Hand geben, denn der beträgt 20 Sekunden. Aber in der Staffel ist immer alles möglich und von daher... Nun ja. So. Dann nehmen wir hier hoffentlich die Kurve. Gut. Ja. Sola. Wir haben 17,6 Sekunden vor Sola. Mit der wir ja im Sprint Elfte geworden sind. Glaube ich. Und die Verfolgung habe ich logischerweise schon gespielt. Und ich swole euch einfach mal nicht. Ich mache das nämlich höchst professionell. Jo. Genau. Nils Herrmann hier weiterhin vorne. Überraschung. Das sieht irgendwie falsch aus, dass wir hier so viel Vorsprung haben. Aber die werden wir hoffentlich nicht verbrauchen müssen. Oder vom Vorsprung einbüßen. Aber ein Fehler, das sind auch schon wieder 5 Sekunden. Sprich nur 3 Nachlader theoretisch. Dafür müssten wir aber auch gar nicht scheiße schießen. Ganz schön scheiße schießen. Oh. So viel zum Thema ganz schön scheiße schießen. Das geht direkt vorbei und so, der ist auch schon am Schießstand. Also in der Strecke dürften wir sogar leicht etwas verloren haben gegenüber Sola. Das wird sich dann noch herausstellen. Zack. Der 1 und Sola schießt sehr schnell die 0. Und hier findet gleich noch ein Wechsel statt. Ich war gerade etwas verwirrt. Aber da findet gleich noch ein Wechsel statt. Und Sola hier mit der 0 und Elvira Öberg mit der 92 hier in dem Spiel. Einfach maximal overpowered, schießt ja auch im Liegendanschlag logischerweise die 0, realistisch. Und Vitozzi hier direkt mit 3 Fehlern kämpft schon um die Strafrunde. Und das Podest scheint ein Kampf zwischen Schweden und Norwegen zu werden, zwischen den beiden skandinavischen Ländern. Wir dürfen aber jetzt auch nicht mehr so viel einbüßen. Ich meine, wir haben nur noch knappe 10 Sekunden auf Sola. Man könnte sagen, knappe 12, mache ich nicht. Vitozzi muss das erstmal in die Strafrunde. Eieieiei. Und die Russin Reitzowa kämpft auch um die Strafrunde. Und muss mindestens einmal in die Strafrunde. Eieiei. Und Hauser versucht noch irgendwie die Ehre für die österreichische Staffel zu retten, die ja eigentlich ganz solide gestartet ist mit Julia Schweiger. Nur auf der Startposition sind halt eigentlich immer mit die schwächsten Läufer. Oder
die besten wie bei den Italienern mit Windisch, Hofer oder Vitozzi, Vira. Nun ja, die Aufstellung der Staffeln ist ja immer unterschiedlich. Manche Trainer haben da verschiedene Vorstellungen und ich habe hier die Vorstellung zu gewinnen. So, und das werden wir auch vor. Jetzt das kleine Fragezeichen. Schießt Sola die Null? Oh. Mit einem Fehler. Hier belastet. Aber Öberg und Reusland haben noch nicht angefangen zu schießen. Okay, Sola schießt die Null. Das müsste reichen. Vera Öberg schießt den letzten daneben. Sprich, ein Nachlader für sie. Und Reusland schießt die Null. Und Vera Öberg schießt direkt danach auch noch die Null. Also das Duell werden wir gleich beobachten, sobald wir im Ziel sind. Deshalb will ich auch gar nicht trödeln, sondern uns beeilen. Und da können wir uns einen spannenden Fight noch anschauen. Zwischen Elvira Öberg und Reusland, der wahrscheinlich positiv für Elvira Öberg ausgehen wird. Aber da will ich mich nicht drauf festlegen. So, Franziska Preuß wird hoffentlich noch pünktlich fit. Ich habe auch die Info im Skispringen. Das werd ich im Skijobbing-Video wahrscheinlich dann auch noch erwähnen. Aber die habe ich momentan sehr viel vorproduziert, deshalb sage ich es jetzt einfach mal hier in diesem Video. Und zwar, Kamil Stoch hat eine Verletzung und ihm droht das Olympia aus. Ja, seht ihr, ob ihr die Info schon hattet, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr die schon hattet. Also hier erfahrt ihr alles rund um Wintersport. Es könnte auch demnächst mal ein Video kommen, was nichts mit Wintersport zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt den Fight hier beobachten. Er scheint positiv für Vera Öberg auszugehen. Wir können ja mal aufs Finish schalten. Okay. Und dann hier. Der Fight. Oh, das könnte nochmal knapp werden, aber das geht gut aus für Vera Öberg. Okay. Das können wir so ein bisschen skippen. Ist noch was am Schießstand los? Ja. Muss ich jetzt noch irgendwas sagen? Nein. Okay, besser ist es. So, hier huschen die alle drüber. Ui. Und die eine waren schon überrundet. 2,29. Uiuiuiui. Für Finnland. Jetzt fehlt uns eigentlich noch Estland. Ja, die sind hier zu finden. Und damit gewinnt die deutsche Staffel relativ souverän. Die Rüppelding-Staffel. Wir sind läuferisch natürlich nicht ganz so gut unterwegs gewesen, aber im Skistand. Ja, bei Franz Hildebrand ist es nicht ganz so gelaufen. Dafür auch wieder bei Preuß. Und wir haben halt einen Nachlader gebraucht. Waren sonst aber auch gut dabei. Und die Range Time sind wir logischerweise auch am schnellsten. Da haben wir schon ein bisschen gebraucht, aber die anderen waren noch aus der Flut unterwegs. Und deshalb geht der Staffelsieg an Deutschland vor Belarus und Schweden, Reusland und Norwegen knapp geschlagen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Like da. Ciao.